Das Wort hat der Kollege Dr. Carsten Sieling für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als letzter Redner habe ich ja jetzt die Möglichkeit, das Thema noch mal zusammenfassend und auch abschließend zu behandeln in 4 Minuten. Darum will ich gerne noch mal einige Punkte gerade rücken. Der erste ist der, dass es 2008 richtig war, dieses Finanzmarktstabilisierungsgesetz auf den Weg zu bringen. Und hier hat einer meiner Vorredner von Gewissen gesprochen. Ich kann nur für uns sagen, wir haben ein gutes Gewissen dabei, weil es war eine Entscheidung, die zur Stabilisierung beigetragen hat. Und das hat hier auch eine breite Zustimmung gekriegt. Also sollten wir uns an der Stelle alle etwas vorsichtig mit den Argumenten verhalten. Aber seitdem ist einige Zeit vergangen, und mein Kollege Schneider hat schon richtig darauf hingewiesen, schon damals waren wir es, die gesagt haben, die Kosten, die damit verbunden sind, dürfen nicht dem Steuerzahler überlassen bleiben, sondern wir brauchen eine Beteiligung des Finanzsektors. Sie haben blockiert damals, dass wir eine Bankenabgabe schon in diesem ersten Gesetz unterbringen. Und Sie haben übrigens auch damals und über Jahre verzögert die wichtige Maßnahme einer Finanztransaktionssteuer. Heute sind Sie einsichtig geworden. Aber das ist alles zu spät. Die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in diesem Lande werden zu stark wegen Ihrer falschen Politik herangezogen. Jetzt sind wir ja in der Situation, jetzt ist ja Zeit vergangen. Jetzt könnte man sich ja korrigieren. Jetzt könnte man sich ja korrigieren, und in der Tat, ein bisschen tut die Koalition das, indem sie die Bankenabgabe dann eingeführt hat. Und da will ich aber auch noch einmal ein bisschen die Proportionen zurechtrücken. Die Bankenabgabe ist hier in diesem Hause beschlossen worden im Zusammenhang mit dem Restrukturierungsgesetz. Damals gab es eine Zielzahl der Koalition, die hieß: Damit wir die Kosten der Krise auch dadurch und einer zukünftigen Krise abdecken können, braucht diese Bankenabgabe ein Volumen von 70 Milliarden Euro. 70 Milliarden Euro. Da haben wir gestaunt, haben uns das angeguckt. Und in der Tat, Kollege Brinkhaus, wir haben damals auch rechnen lassen und gesagt, das dauert 70 Jahre. Die Wahrheit ist ja brutaler. Heute müssen Sie hier eingestehen, dass wir und dass Sie mit Ihren Maßnahmen 700 Millionen Euro pro Jahr holen. Da braucht man 100 Jahre, um das von Ihnen selber angestrebte Volumen zu erreichen. Und darum sagen wir, die muss besser gemacht werden, die Bankenabgabe, sie muss wirksamer gemacht werden. Und das sind unsere Vorschläge. Die kann man jetzt hier geißeln und sagen, damit kommen wir auch nicht so schnell zum Ziel. Das ist völlig richtig. Man muss sagen, auch unser Vorschlag wird nicht dazu führen, dass wir in 3, 4 Jahren diese notwendige Summe beieinander haben. Aber gerade diese Erhöhung der Zumutbarkeitsgrenze, im Wissen natürlich, und wir selber haben darum gerungen und dafür geworben, dass man beispielsweise die Förderbanken in Deutschland herausnimmt aus der Pflicht für die Bankenabgabe, dass man also die Kleinen verschont, aber mit der Begrenzung, dass nur bis zu 20 Prozent des Gewinnvolumens herangezogen werden kann. Damit verschont man insbesondere die ganz Großen, also die Deutsche Bank und andere. Und deshalb schlagen wir vor 25%, weil es das besser macht, gerechter macht und die Großen richtig heranzieht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist das der genau richtige Vorschlag, um diese Bankenabgabe zu verstärken und damit natürlich auch dieses Gesetz, was wir in seiner Verlängerung völlig richtig finden, auch stärker zu machen. Und lassen Sie mich zum Schluss sagen, wenn Sie sich hier immer preisen, Sie hätten die Finanzkrise auch mit Ihren Maßnahmen wesentlich begrenzt und bekämpft, dann will ich einmal darauf hinweisen, dass die Bankbilanzen auch in unserem Land immer noch wachsen und explodieren, vor allem im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Ihre Maßnahmen haben offensichtlich nicht dazu geführt, dass die notwendigen Schrumpfungen, die notwendigen Regulierungen stattgefunden haben. Darum reicht Ihre Politik nicht, dieses Gesetz reicht nicht, und darum werden wir heute dieses Gesetz ablehnen. Vielen Dank, meine liebe Kolleginnen und Kollegen, und ein schönes Wochenende. Ich schließe die Aussprache.